dann ist es der andere. Ja, gut. Das ist ja wie gesagt nur Noob. Der Waffe hat er nicht. Also doch, der hat ja nachgeladen. Hä? Aber der hat. Schon wieder. M4, ich glaube, der M4-Mensch kämpft mit dem Noob. M4-Mensch. Er schießt. Der ist eindeutig im rechten Gebäude. Ich habe recht. Ich weiß ganz genau, wo er ist. Aber der kann uns nicht treffen. Da, wo er ist gerade. Ihr wartet bestimmt nur darauf, dass sie auch rausgehen. Ich glaube, dass. Naja, er hat eine gute Position, weil er ist oben. Und wenn wir die Treppe hoch wollen, wird es ein Problem. Also wir kommen an ihn nicht so einfach ran. Ich warte eigentlich nur, bis dieser andere Noob wieder rauskommt. Lol, Alter. Das ist so hohl. Ich meine, was wollen die in Elektro? Also das. Gut, okay, wenn sie gespawnt sind, dann ist es klar, war. Kann ist die Stadt ist ja auch bekannt für PvP. Was sagst du? Die Stadt ist ja auch bekannt für PvP. Ja, jo. Ich hab schon wieder Schweißfinger. Tja, jetzt ist die Frage, wo dieser andere Typ ist. Vor allem, warum macht der mit der M4 nur einen Einzelschuss? Na gut. Warnschuss oder so, damit er sieht, wo. Weil die Spieler dann denken, ah, da ist jemand, die rennen dann schnell zur Deckung, vielleicht kann Der er ja merkt nicht, der will sehen. ja jemanden töten. Der hat die auf Semi-Automatik gestellt, aber damit er wahrscheinlich genauer ist damit. Aber Ach so. snipen kannst du mit der Waffe da auch nicht. Ja, naja. Ich weiß zwar noch nicht, wie man die auf. Aber es geht wohl, glaube ich. Du kannst sie auf Semi-Automatik stellen. Noch einige Sachen, wo wir noch nicht wissen, welche Ja. Tastenbelegung es ist. Was wir Gucken. theoretisch jetzt machen können, wenn einfach rausrennen. Könnte man ja, und dann, was machen wir denn? Ich gucke Ja, gerade, rennen ob wir. ich an den M4-Typen rankomme. Ich sehe die Fenster da hinten. Den Gebäude ist da bestimmt drin, hier drüben. Ich frage mich nur, was mit diesem einen Noob ist, der unten reingegangen ist bei dir. Ich glaube, der wäre ja schon längst hochgekommen. Der ist. Es hört sich aber. Der ist ziemlich nah, also direkt an Ja, der Tür ja. oder so. Nee, 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 nee. Aber es hört sich an, als wenn er doch woanders ist. Bin mir gar nicht so sicher. Da hinten sich schon wieder jemand. Ist ja unglaublich. Aber das sind alles Noobs hier, Mann. Was ist denn das für ein Blödsinn, Alter? Ich will euch hier nicht einsetzen auf so einen Naps schießen. So einen Unbewaffneten, das ist doch voll lächerlich. Dann hat man keinen Schuss mehr für die anderen. Ja, richtig, genau so sieht es nämlich aus. Die spawnen hier andauernd wieder und dann schießt sie wieder ab. Die kommen rein und fangen nicht an zu boxen wie der eine Spacko vorne. Was soll denn das? Boxkampf. Ich warte mal drauf, weil hinten, wie gesagt, an der Feuerwehrwache war ein. Oder der ist doch in der Feuerwehrwache, aber weiter oben drauf. Das kann natürlich auch sein. Weiß, glaube ich nicht, obwohl das könnte. Ah, shit, der kommt da. Der kommt jetzt gleich zu dir rein. Der hat eine Axt. Ah, das ist scheiße. Ja, hast du recht. Ich bleibe einfach hier und wenn er dann. Natürlich mit Zombie. Da unten ist er. Der geht jetzt auch die Treppe, glaube ich, hoch, oder? Ich sehe nicht. Nee, dann nicht. Dann ist er unten noch. Vielleicht legst du dich auch in den Gang rein. Und wenn er dann um die Ecke kommt, ist es nämlich angenehmer für dich. Ja, da kann ich sehe ich schlecht, aber kommt. Gut. Ich höre ihn auf jeden Fall. Der ist irgendwo, rennt genau unter mir. Der ist oben! Wie ist der hier hochgekommen? Nicht dein Ernst, oder? Doch, er ist schon hier. Meine Arme wackeln so, ich kann glaube ich wirklich nicht schielen, weil da steht, mein Arm ist extremely painful. Wenn ich nicht Wie ist treffe, denn hier dann. hochgekommen? Der ist hier drin. Der hat doch eine Waffe. Er hat die SKS jetzt, aber er hat da keine Muni dafür. Ich glaube, der kommt wieder runter. Hey, bei mir ist er durch die Wand geklickt. Was ist das? Hä? Krass. Der ist bei mir durch die Treppe runtergefallen. Und jetzt ist er draußen.
Ich konnte noch nicht mal schießen, hätte ich Ja, jetzt ist noch geschossen. Nono. Alter, das müsste. Hey, das Der, ich müsstest weiß du nicht, sehen. ob er mich gesehen hat. Er ist bei mir auch nur durch die Wände geglitscht. Jetzt rennt der Zombie nach hinten, also muss er ja auch da irgendwo sein. Was Oder na? der andere. Ja, nee, der ist nach da hinten gerannt jetzt. Super, jetzt hat er eine SKS und hat eine und ist damit weggekommen, Alter. Wie ist denn der an dir hochgekommen? Der, ich Der ist glaube, bei da ist mir die Treppe. der ist gar nicht hochbekommen. Doch, der ist die Treppe bei mir nämlich. Ich habe nämlich runtergeguckt und da ist die Treppe runtergegangen. Bei mir kam er nicht mal vorbei. Ja, das stackte auch ganz komisch durch die Wände bei mir. Ja, nicht nur die, du hast ja auch den anderen gesehen, der ist ja durch die Wände Ja, gestackt ist. Genauso wie die Zombies. das ist hier noch ein bisschen alles creepy. Das müssen die mal unbedingt noch einstellen. Ich würde mir schon ganz gerne echt den M4-Typen schnappen. Besonders, weil die Munition hier, sag ich mal, sonst noch ausgeht. Ja. Wenn wir die M4 auch haben, ich hätte jetzt so über 100 Schuss noch. Ja, stimmt ja. Sogar noch mehr. Die ist Wir Prestige. leben ja immer noch, seitdem du die Bene gebrochen hast, stimmt. Wollen wir es probieren? Ja, also du Ja. weißt, wo er ist, also gehst du Ich voraus. ahne es, wo er ist. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Zombie? Mitten auf dem Berg? Das, was wir erlebt haben, sie können sie auch auf Towers und sonst wo sein. Hm. Ich ahne es, wo er ist. Ich würde gerne nochmal schießen hören, damit ich mir wirklich sicher bin, aber. Ich will, dass er schießt. Los. Weißt du, wir probieren's. Was soll denn. Ich bin tot. Er hat mich getötet, der Typ mit der SKS. Von wo? Ja, Also, falls weiß er nicht, jetzt. ich habe links den Schuss gehört. Alter, wie. Mit der SK. One-Hit Alter. hat er mich gemacht. Das ist geil. Ich bleib jetzt nochmal in die gleiche Stellung, falls er reinkommt. Ja, ich guck mal, wo ich spawne. Wenn ich tot bin, naja. Ich hatte ja eh nicht großartig. Hab so. Was? Das verstehe ich bis jetzt noch. Ich meine, das war eine Frage der Zeit, dass ich gerade verrecke. Gut, vielleicht hätte er mich von den drüben von den Fenstern abgeschossen. Ja, das war ein Fehler, dass der Typ überlebt hat. Der hat sich auch hier. Hat sich auch so dämlich durch die Wände gestackt und der ist einfach nur durchgeruscht und so. Das. Na ja, natürlich, das ist ganz einfach, wa? Ich hatte ihn ja einmal fast gehabt, aber er hat bei mir nicht wieder nicht geschossen. Ich weiß nicht warum. Weiß man schon nicht, warum der einfach nicht schießen tut. Der ignoriert einfach mal manchmal einige Befehle. Wo bin ich denn jetzt? Ist das Weißt du, was Kamishomo? ich jetzt mache? Ich Was denn? renne einfach raus. Und denn? Muss oder sag, wo du bist, dann renne ich in deine Gegend, in deine Richtung. Ich bin, glaube ich, nicht Kamishomo, wo das sieht, oder? Was? Ich weiß es noch nicht. Das sieht natürlich wieder aus wie der Arsch der Welt. Ist natürlich nicht so toll. Es könnte auch der Ort vor der Fabrik sein. Also vor Kamishomo, wo wir dachten, das wäre Nee, Kamishomo. Kamishovo. Ich bin Kamishovo. Okay. Ja, gut. Oder solche Stellungen, ich weiß ja nicht, was ich jetzt Ja, rausgehen wäre auch Selbstmord. weiß ich nicht. Musst du überlegen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich machen soll. Ich meine, im Prinzip. Handschuhe. Sofort gucken. Ja. Da oben ist ein Ding. Weil hier oben könnte eine Gasmaske liegen oder. Yellow Banana. Nein. Warte, ich zerreiß sie gleich hin zu Rex da. Oh Gott, nicht runterglitschen. Du bist tot. Also ich gucke mal eben, ob ich was für dich habe. Als ich letztes Mal das Airfield nochmal geguckt habe, ich habe hoffenweise Uni Sachen oder schon so. wieder. Ja, Mosemuni. Aber ich habe. Ach, ich habe ein Magazin für eine CR-75. Ich weiß leider nicht, was das ist. Ach, ich habe doch was für dich. Komm mal hoch. Ich habe eine ganze Menge für dich, sehe ich gerade. Die ganze Menge. Ich gucke erst mal unten, ob da vielleicht was. Jo. Jetzt guck ich. Okay, nee, ich komm runter. Da war nämlich ein Sagen wir es Sonnenhut mal drin. so. So, nur zur Info für euch Zuschauer, es sind wenig auf dem Server, weil wir wollen noch ein bisschen looten. Wir sind noch nicht perfekt equipped. Mir fehlt noch eine Munitionskiste. Okay, ich habe für dich, wie gesagt, hier ein Magazin. Keine Ahnung, für was für eine Pistole. Es muss eine neue sein, kenne ich nicht. Das glaube ich die 1911 oder so.
Nee, das steht, das Magazin heißt auch so. Und ich habe dir das nice RIS Handguard gefunden. Das ist ja das Gute. Das brauchst du ja. Cool. Okay, Alter, wie geil ich ausgerüstet. Ich habe jetzt. Ach ja, ich habe einen Salim-Beckner for you. Hast du noch einen? Du hast noch keins, wa? Salim. Doch, habe ich. Du hast Salim-Beck auch? Ja. Okay, behalte ich. Also, ich habe Morphin einmal auf jeden Fall. Swap. Was macht er jetzt? Alter, bevor wir aufs Airfield gehen. Oh, ich stehe hier ganz schlecht und du stehst mir im Weg. Oh, ich habe noch einen Pistolenscheid einfach for you. Ja, warte, bleib stehen. Der ist auch noch für dich. Prestige. Ja. So eine leere Dose. Was haben wir da? Munition für die Mosin. Das bin ich. Das bin auch ich. Alter, ich habe viel zu viel SKS-Muni. Ich glaube, da muss ich was wegschmeißen. Alter Schwede. So, was ist das? Was ist eigentlich? Eigentlich nur Essen und Trinken da oben hochschmeißen, weil wir gesagt haben, Chest geht schnell kaputt. Ja, stimmt ja auch. Dann mache ich doch. Ach nee, ein Kompensator ist nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt hier funktioniert. Ich glaube, da funktioniert die genauso wenig. Ja. Ich guck mal mit der Muni. Viel zu nachladen. Ja. Und wir sind immer noch am Balota. Oder ja, wir sind immer noch an der Balota-Scheune. Schuss kommt hier hin, das da. Bei uns ist das jetzt knapp schon, wie lange her? Eine ganze Woche, glaube ich, war. Ja, oh, eine halbe, ja, ungefähr. Halbe? Nicht eine ganze so? Zuletzt war es am Donnerstag, wo wir aufgenommen haben. Okay. Oh, ich habe so viel Fressen, brauchst du was? Oh, ich hab echt zu viel Muni, Alter, das geht mal gar nicht. Fressen habe ich immer noch selber, 20, einiges. 40, Reis. 60, 80, 120, 140, 160. 180 Schuss habe ich, ey, das ist echt ein bisschen bitter viel. Und ich habe zwei Salim-Bags und einmal ein Bloodpack von uns, ey, wir könnten uns echt gut wieder aufheilen. Kann ich dich übertoppen, ich habe glaube ich 240 PDM. Ja, ach nee. Aber, ach nee. Aber überleg mal, das Verhältnis. Ja, okay. Ja, außerdem für die SKS ist auch schon einiges. So, also, wir könnten schon wieder draufgehen übrigens, Freunde. Das ist hier sehr gut möglich, wenn wir hier im Balota Airfield sind wieder. Wir gehen auch hin, oder? Ja. Doch. Ich halte dich mal stumm in auf der. Ja, Playlist. Ich mach das auch mal schnell. Wir haben obwohl wir eh niemanden mit niemanden reden, wir gehen einfach eiskalt sind hier. Außer wenn uns wieder einer überrascht und uns schon vom Weiten anschreibt, friendly, friendly, ey, und wir nicht wussten, dass er bei uns ist. Wir wussten gar nicht, dass da irgendeiner ist. Ey, wir sind total perplex, haben erstmal so getan, dass wir natürlich von ihnen Bescheid wussten und so. Alter, kommt da erstmal so ein Typ an, den haben wir einfach nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der herkam, bis heute noch nicht. Er war auf einmal da gewesen. Das war irgendwie die Stelle, wo wir dann am nächsten Mal, als wir da waren, da war schon wieder einer. Ja. Haben wir wieder nicht gesehen, dass da einer war. Aber den hatten wir gekillt, oder? Oder was war denn da? Oder nee, der hat auch mit uns angehört. Nee, genau, der hat uns, der war, glaube ich, Engländer und hat gesagt, dass er friendly ist. Der ging dann, der war aber dann, wollte, du hast gesagt, er wollte. Ach, das. Genau, der hat ging. Sich, das ist eine miese Ratte, Alter. Der hat gar nicht genau, das muss ich euch noch erzählen, bevor ihr losgeht. Das ist eine miese Ratte. Genau, er hat nämlich nur ihn gesehen. Er hat mit ihnen sich unterhalten. Ich war noch im Gefängnis gewesen. Das ist hier bei der Military Base, das Dorf, das bei der Military Base links unten. Und da ist ja so ein Dorf mit dem Gefängnis. Und da waren wir gewesen und ich war im Gefängnis noch drin und er sah, schreit nur so, Spieler, so. Ich so, wo denn, was denn? Da war wieder ein bisschen die, das Verständnis nicht gerade so da gewesen. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Und auf jeden Fall, bla bla, Spieler und hat mit ihnen gesprochen. So. Bin ich rausgegangen, hab mich ein bisschen angeschlichen von der Seite, weil ich aufpassen wollte, weil, ja, kannst ja kein Schwein hier vertrauen. Und in dem Moment, da wollten sie sich. Du bist wieder raus? Naja, gut, egal. Meistens kommt er gleich wieder.
Auf jeden Fall wollten sich beide trennen. Dann hat er sich natürlich gutgläubig, wie er ist, unser Paldari, dreht sich um und geht wieder weiter. Und ich gucke nur so, was er macht. Er dreht sich auch irgendwann um und versteckt sich hinter den Kisten und wollte dann auf ihn zielen. Aber dann gab es einen Server-DC, glaube ich, und ich hätte ihn ja erschossen dann, wenn es... Ah, nee. Kein Server-DC, sondern er hat sich dann irgendwann zu mir gedreht und hat dann mich gesehen und dann hat er sich verpisst. Und dann gab es einen Server-DC. Okay. Ja, das ist es aber wieder. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.